Moin, schön, dass du wieder dabei bist. Ich dachte, ich nehme dich heute mal ein bisschen wieder mit beim Basteln. Und zwar bin ich ja bei meinem Junk Journal dabei. Und ja, näher mich so langsam dem Ende. Und ja, ich zeig dir das eine, kann ich dir zeigen. Weiß nicht, was inzwischen da jetzt schon gezeigt ist oder nicht. Das war ja so eine Karte. Da habe ich auch so ein Hintergrundbild reingemacht. Da habe ich noch ein bisschen gepuzzelt. Ein bisschen Garten. Soll ja für ein Kind sozusagen sein. Oder es sollte ein altes Kinderbuch, soll es ja irgendwie darstellen. So in etwa habe ich mir das ja gedacht. Da ist jetzt noch nicht so viel passiert. Das habe ich auch schon gezeigt. Ja, und da habe ich mir jetzt so eine Klammer. Wie heißt die denn jetzt? Einfassende Worte fehlen. Ja, diese Klammer auf jeden Fall in Position gesetzt, weil ich habe mir hier so ein. Das fand ich jetzt ein bisschen nackig, das Ganze. Und weiß auch nicht, wie ich das da so jetzt bearbeiten will soll. Und habe mir dann Folgendes überlegt. Ich habe hier dieses Sketchpad und habe da jetzt mir einfach eine Seite da rausgerissen. Und also oben ist es gerade und unten ist es gerade, oben ist, sind ja diese, was befestigt war. Und dann möchte ich mir das befestigen, entweder mit der Klammer oder vielleicht nähe ich mir das an, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, brauche ich da jetzt irgendwie ein schönes Motiv und habe ja so ein paar, Moment, von diesen Blöcken hier, die es bei Action gibt für 49 Cent. Und habe da mal so rumgestöbert und dann habe ich doch tatsächlich auch einen süßen Frosch gefunden. Und diesen Frosch habe ich gedacht, den setze ich mir da so drauf, wenn es dann fertig koloriert ist. Und ich habe hier schon angefangen zu kolorieren und dann habe ich gedacht, ach, ich mache jetzt die Kamera mal an und lege das jetzt erstmal zur Seite. Und ja, wenn du Lust hast, dann bleib doch dabei. Also ich habe ja diese flachen, schönen Pinsel hier von AliExpress und damit kann man ja sehr schön kolorieren. Und ja, ich habe jetzt einfach mir mal so ein Oxidkissen, also dieses Tommelglas habe ich genommen, um mal zu schauen, wie so der Hintergrund ausschauen könnte. So ein bisschen himmelig wollte ich den haben und dachte ich, vielleicht mache ich es auch nicht, weil irgendwie die Herzen finde ich auch ein bisschen kitschig. Vielleicht schneide ich mir das nachher auch aus, das weiß ich jetzt noch nicht. Deswegen kommt jetzt der Hintergrund auf jeden Fall auch mit dran. Und da kann ich das richtig schön verteilen. Die sind echt spitze, diese flachen Pinsel. Man muss es ja nicht mit Stempelfarbe nehmen. Ich habe auch Stifte da, aber ich finde, es drückt nicht durch und ist auch nicht so feucht und irgendwie gefällt mir das mit der Stempelfarbe besser. Den kleinen Mann hier. Jetzt muss ich mal zu einem feineren Pinsel gehen. Jetzt habe ich schon wieder. Oh, das, also dieses Tuch ist ständig weg bei mir. Ich das immer irgendwie wegtue, ohne groß drüber nachzudenken. Und irgendwann nicht hält. Stopp, wo war es jetzt? So, jetzt nehmen wir mal einen kleineren.
ich jetzt die einfachste Art zu kolorieren. Und eine Nummer feiner. Mal gucken, wo die ist. Der hier mit der Spitze breiter. Der ist ein bisschen feiner. Der ist nämlich abgeschrägt. Ups, da bin ich. Seht ihr das? Geht so nach oben. Und die anderen, das sind so kleine Stupfer. Jetzt suche ich mal mein Glück, da in die Ecken zu kommen. Schon ganz gut. Dazwischen. So. So, das ist es eigentlich schon von außen. Erstmal. Da fehlt noch was. So, ich gehe mal näher ran. Und so sieht das schon mal von außen an. Finde ich schon mal ganz niedlich. Das mal das Buch und ja, finde ich schon gar nicht schlecht, die Idee. So, das war blau. Bisschen die Farbe in so einem Tuch abschmieren. Ich mache es gerne trocken, weil wenn ich das jetzt feucht mache, wird auch die Stempelfarbe feucht, das gefällt mir nicht so. Wenn ein bisschen Farbe dran ist, dann gibt es einen Effekt. Also wie hier auch, hier ist das leicht grünliche Farbe dran gewesen, gibt jetzt einen Effekt, den finde ich ganz gut. So, nächste Farbe. Die grün hätten wir den Frosch denn gerne. Ich mal testen mit diesem Bandelsage. Das doch. Testen wir es doch mal. Drin. Ja, gar nicht schlecht. Mal gucken, was die zweite Farbe wird. Ist ein bisschen dunkler. Und ein bisschen heller. Also ein heller. Ein bisschen feiner arbeiten. Gucken, ob das mit dem besser geht.
so ein Haar dran. So, da war schon mal ein bisschen Körper. So, dann, ups, geht's mit dem Gesicht weiter. So. Jo. Schon nicht schlecht. Das ist die Frage. Ich glaube, ich mache die Augen auch erstmal. Ein bisschen von dem Helm. Drücke ich auch noch neu. So. So. Schaut doch schon ganz niedlich aus. Und jetzt, gehe ich wieder mit dem Tumbleglas und mache die Augen. Ein bisschen in Blau. Punkte da auch ein bisschen im Blau. So. So. So, so. Jetzt ist echt die Frage, ob ich das wirklich mit dem dunklen Grün noch verblende ein bisschen. Traue mich nicht so richtig. Ich krieg mal in die. Die Füße, Fußzehen und die Finger ein bisschen dunkler machen. Das ist gar nicht so schlecht. So. Und bitte gehe ich hier in die Augenfalten auch noch mal dunkler rein. Ah, jetzt habe ich schlechtes Licht hier. Ja. Ja, das kann man schon lassen. Das würde ich schon lassen wollen. Und jetzt doch mal so ein Herzchen. Dann könnte ich den Hintergrund nämlich lassen. Uah, so pink. Ja, aus geht's.
Ja, ist gut. Bisschen was Kitschiges dabei. Geht schon. So. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen dunkleres Blau. Hier doch ein paar Stellen übergemalt sind. Und jetzt nichts Neues übermalen. Bisschen mit den Fingern ausstreichen. Jetzt natürlich dunkler alles. Ja, tut mir leid, wenn ich nicht rede. Ich bin gerade konzentriert. Je mehr man redet und unkonzentriert ist, desto mehr fasse ich mich auf. So. Ja, das war's schon. Ach ja, das ist ganz niedlich geworden. Obwohl der jetzt hier so ein bisschen gelblich wirkt. Nicht so richtig dunkel. Oder so ein Grünton. Vielleicht gehe ich da doch noch mal mit dem dunkleren Ton rein. Ausschalten. Mach den ein bisschen dunkler. Ganz leicht ein bisschen rüber. Dunkleres Grün habe ich, glaube ich, gar nicht. Pine-Needles haben wir noch. Mal schauen, was die. Oh, ich traue mich nicht. Ah ja, das ist aber ein schönes Grün. Das ist mehr Grün wie das andere. Muss doch ein bisschen besser verteilen. Wird da zu dreckig.
fleckig mag ich das auch nicht haben. So. Ein bisschen oben. Verträgt das schon noch. Jetzt habe ich nicht so einen feinen Pinsel. Gucken, wo ich dich rein. So. Das da ein bisschen auslaufen lassen. Jetzt hat er Augenringe. Augenringe muss er auch nicht haben. Kleine. Zu viel hat er die Nase, wenn er eine Brille auf hat. Ich auch nicht. Oh, sind Blinden. Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Verteilen. Ja, das ist immer so eine Sache mit Trauen. Macht man es kaputt oder macht man es besser, gell? Hat ja nur diesen einen Versuch. So, ich würde sagen, lasse ich das aber, sonst wird es echt dunkel. Ja, also. Nein, jetzt. Ach nö. Wieder klar wie Kloßbrühe. Kleiner Unfall. Ich muss dann noch ein bisschen blau wieder mit dran. Mal schauen, ob das geht. Ich hoffe, dass ich das wieder verblenden kann. Ja, dann musste ich das ändern. Das auch ein bisschen. Ach, vorsichtig. Mal mit der Spitze. Ja, ach, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Die Augen noch ein bisschen Glanz.
Ja, So semi-gut, gell? Will auch nicht, dass es zu dunkel da in den Augen wird. Aber anders kriege ich jetzt das jetzt auch nicht hin. Weil auch das Schwarz schon ist. Wenn ich jetzt mit dem Weiß, mit dem helleren noch mal drauf gehe, wird es nicht so viel heller. Das ist mir nämlich schon fast zu dunkel. Der Hintergrund, das ist ja schon fast dunkel. Also Nacht bei dem. Ja, erst denken wir, es ist so einfach und dann doch nicht so einfach, ne? Aber ich denke, das bleibt jetzt so. Habe ich euch überhaupt jetzt im Bild? Habt ihr was gesehen die ganze Zeit? Also so schaut es jetzt aus. Das fällt jetzt nicht mehr in die Farbe und ja, so lasse ich es. Und da ist mein Bild, mein Blatt. So, und dann kommt es da rein. Könnte ich jetzt natürlich den Hintergrund auch noch wirklich im Hellblau machen. Das ist ja blaulastig, ne? Mein ein Hellgrün ist irgendwie auch nichts. Dann müsste man es im Blau machen. Und nur so lassen ist irgendwie auch langweilig, oder? Mal drehen. Also die Klammer, muss man. Ich will immer Heftzwecke sagen. Büroklammer, so jetzt habe ich es. Minju. Also die Büroklammer müsst ihr euch wegdenken, die bleibt da eigentlich nicht. Habe ich gedacht, weil das sieht ja auf der Seite auch blöd aus, obwohl ich da schon eine kleine Büroklammer auch habe. Aber da soll ja was rein. Das war ja jetzt ja die Frage, kleben, also komplett draufkleben oder nähen. Und deswegen habe ich jetzt die Büroklammer da drauf, weil ich mir nicht sicher bin. Man kann den Frosch auch oben hinsetzen nachher. Also auch ohne Büroklammer. Vielleicht lasse ich es jetzt einfach nochmal so und denke drüber nach, wie sich das so entwickelt. Das muss ja jetzt auch nicht fertig sein, partout. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ich würde es jetzt hier beenden an dieser Stelle. Wie man einfach so diese kleinen Ausmalblöcke benutzt und kolorieren kann. Das wollte ich euch zeigen. Das habe ich jetzt getan. Ich habe nämlich noch zwei weitere mir ausgesucht, die ich dann ausschneiden werde wahrscheinlich. Also hier so ein Pilzhaus und ein Gartenzweck. Weil ich vielleicht irgendwie doch noch mal irgendeine Seite. Ich habe ja drei Signaturen, die sind noch nicht ganz fertig. Da könnte man halt dann auch so ein Häuschen hinsetzen oder so. Das ergibt sich. Also so ein bisschen habe ich ja noch was vor mir. Ein bisschen. Und das habe ich letztens gemacht. Weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe. So ein bisschen diese Afrika-Sticker von diesen Embossing-Stickern von Action. Die habe ich ja verwendet. So eine Collage gemacht.
Das ist dann manchmal, ja, auf einmal geht es einfach nicht. Man hat mal so Ideen und so einen Schwung und jetzt in der letzten Zeit habe ich wieder weniger Ideen so gehabt. Und ja, das ist ja das Letzte, was ich mit euch gebastelt habe. Und da habe ich mir jetzt auch diese Büroklammern dran, weil das werde ich mir auch annähen. Einmal hier über die ganze Seite. Und hier halt auch nochmal dran, dass man da vielleicht was reinstecken kann. So der Plan bis jetzt. Also mir gefällt die Seite recht super süß für so ein Kinderbuch. Und ja, da muss man mal sehen. Also es ist teilweise noch zu dunkel jetzt für mich. Ich hätte, wie gesagt, irgendwie auch mal gerne noch was Helleres. Also das ist hier alles ein bisschen, ja, alles dunkel. Da habe ich nochmal mit meiner weißen Strukturpaste einfach drüber, mit dem Spachtel ohne Stencil, dass es auch einfach ein bisschen heller wird wieder, weil das auch schon dunkel ist. Die Seite habe ich noch gestaltet in schwarz. Da sind auch Klammern auf der anderen Seite drauf, weil ich mir da so ein Stück von diesem Canvas-Papier, was ich mal gemalt hat, auch so, ja, eigentlich nähen, aber das ist jetzt dieses dünne Butterbrotpapier oder Backpapier. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das hält oder ob ich es klebe lieber. So eine Tasche. Ja. Mal schauen, also sowas. Das gefällt mir auch überhaupt noch nicht so richtig. Und da. Also manchmal fehlen, bei dem weiß ich auch nicht. Da brauche ich noch ein bisschen Inspiration oder das da. Ich habe mir noch überlegt, eine Serviettentechnik anzuwenden. Das werde ich noch tun. Das ist die zweite Signatur und die letzte. Ich glaube, die war jetzt auch schon fast fertig. Also da würde ich das jetzt einfach so lassen. Da habe ich so ein, von Alice im Wunderland, diesen Hasen da einfach noch mit drauf gestempelt. Ich finde die Seite an sich auch schön, da muss man gar nichts weiter drauf machen. Zahlen, Buchstaben, so für Kinder. Guck mal weiter runter, gefällt mir sehr gut. Lasse ich hier mit diesem Einschub. Das lasse ich auch. Da kommt halt jetzt irgendwie noch was anderes rein zum Dekorieren. Vielleicht stempel ich hier so ein bisschen, also so ein bisschen kahl vielleicht, weiß ich noch nicht. Oder hier kommt vielleicht auch noch mal ein, zwei Luftballons dazu, aber im Endeffekt lasse ich es jetzt eigentlich so. Ja, das auch. Das ist auch so eine Collage von diesen Emboss-Stickern. Der Bücherwurm. Kann man da was reinmachen, da das Lesezeichen und Tag, wie auch immer. Und auf der anderen Seite das, da habe ich mir jetzt, weil ich das Papier noch übrig habe, bin ich noch am überlegen, wie ich das gestalte, ob ich da noch was mit reinmache. Also noch eine Tasche ist irgendwie blöd. Deswegen bleibt das jetzt erstmal hier so, dass ich weiß, dass ich das Papier habe. Ja, da fehlen mir jetzt noch die Ideen weiter zu. Das habe ich euch schon gezeigt. Das habe ich auch als Collage gemacht, so waldmäßig. Und das habe ich euch schon gezeigt. Und da sind ja einfach, das bleibt auch als Tasche und da ist auch was zum Reinstecken. So, also was reinstecken. Was Größeres, wie auch immer. Das bleibt. Die Seite habe ich noch gestaltet. So eine Paint-Seite. Also ein bisschen die Kreativität und entweder lasse ich das jetzt so mit dem Mäuschen, das gefällt mir ganz gut. Oder da kommt noch ein bisschen auch noch ein bisschen kreativ rein oder das weiß ich jetzt noch nicht. Das, wie gesagt, auf Biegen und Brechen mag ich da nicht irgendwas reinmachen, das muss mir gefallen und irgendwann kommt so ein, ah ja, jetzt das und dann geht's los. Ja, und hier nochmal ein bisschen Urwald. Muster. Und ja, wie gesagt, die Seite gefallen mir echt ganz gut. Das werde ich so lassen. Also die ist schon ziemlich fertig. Also ja, bin ich schon ganz zufrieden mit dem Fortschritt. So, in diesem Sinne hoffe ich, ich habe euch ein bisschen unterhalten können. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, eure Minimalblöcke, wenn ihr welche habt, mal rauszuholen und mit den Kindern was vielleicht zu malen oder ihr selber. In diesem Sinne, viel Spaß beim Gestalten, beim Kreativsein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.